Show, Aktion und Infotainment waren den Messeveranstaltern wichtig. 2 Jahre nach der letzten Verbraucher- und Einkaufsmesse in Trier hat die Messe Pirmasens einen Neustart gewagt, mit der TAF. Promis waren auch zu finden, wie Eintracht-Trainer Mario Basler, der am Stand der Stadtwerke Autogramme gab. Der Koch Rocco Giacobbe gab eine Kostprobe seines Könnens. Er kochte und trällerte dabei das ein oder andere Ständchen. Außerhalb der Messehalle gab es historische Fahrzeuge zu bestaunen. Das Feuerwehrmuseum Hermeskeil hatte sie mitgebracht. Die Verbrauchermesse TAF hatte sich bereits im Vorfeld bewusst von der alten Mosellandausstellung distanziert. Mit neuem Konzept und neuen Ideen sollte die Form der Verbraucher- und Einkaufsmesse wiederbelebt werden. Nach Angaben der Messeleitung kamen an den 4 Tagen rund 15.000 Besucher. Privates Autogramm von